Unser diesjähriger Preisträger des Jenny Gusig-Preises für familienbewusste Führung 2021 ist Herr Dr. Matthias Röder. Er leitet innerhalb der Zentralverwaltung der Universität die Abteilung 74, internationale Förderung. Vorgeschlagen wurde er von seinem 10-köpfigen Team, von denen wir einige auch gleich sehen werden. Auch im Jahr 2021 bedeutete familienbewusste Führung in besonderem Maße die harten Realitäten für berufstätige Eltern bzw. berufstätige Pflegende anzuerkennen. Für sein Team spielt die persönliche Vorbildfunktion von Herrn Dr. Röder mit eigenen, sichtbaren und auch gelebten Care-Aufgaben in seiner Familie eine besonders große Rolle angesichts der Anforderungen an das Arbeiten in der Pandemie. Er bestärkt sein Team stets darin, die eigenen Belastungsgrenzen wahrzunehmen und die eigene Gesundheit und damit ja auch die Arbeitsfähigkeit zu schützen. Mit Vertrauen in die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen auf der einen Seite, aber auch Steuerungsmaßnahmen, um Entlastung und Support zu schaffen auf der anderen Seite, ermöglicht er seinem Team, familiären und beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Ja, in der Zeit der Corona-Pandemie war Matthias super flexibel, was die für uns möglichen Arbeitszeiten anging. Und gleichzeitig hat er es geschafft, die Teamkommunikation aufrechtzuerhalten durch regelmäßige Showfixe zwischen ihm und jeder Mitarbeiterin und andererseits auch große Offenheit für neue Kommunikations- und Arbeitstools. Und ich empfand es zum Beispiel als sehr angenehm, dass wir durch die veränderten Bedingungen in der Pandemie und durchs Homeoffice Matthias auch mal in seiner Vaterrolle erleben durften und sich dadurch eben dieses gefühlte Gefälle, also diese Ungleichheit, die zwar offiziell nicht besteht, aber eben irgendwie doch da ist, dass sich die eben dadurch so ein bisschen verschoben hat. Und ich möchte noch erwähnen, dass Matthias auch seine in Teilzeit arbeitenden Mitarbeiterinnen immer wieder ermutigt, sich beruflich weiterzubilden durch Schulungen oder Fortbildungen oder in Mentoring-Programmen. Karriereplanung und Familienverantwortung schließen sich für ihn keineswegs gegenseitig aus. Auch mit seiner Umsetzung von Familienbewusstsein als Führungskompetenz agiert Herr Dr. Röder innerhalb der Universitätsverwaltung vorbildlich. Er versteht und lebt Familienbewusstsein nicht nur als Fürsorgeaufgaben gegenüber dem bestehenden Team, sondern transportiert dies auch gezielt und proaktiv in Bewerbungsverfahren, um qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Universität zu gewinnen. Das zeugt von einem modernen Führungsverständnis. Vereinbarkeitsthemen bereits während der Personalsuche wertschätzend und mit großer Flexibilität zu begegnen. Auch dafür verleihen wir Herrn Dr. Röder sehr gerne den Jenny Gusig-Preis für familienbewusste Führung 2021. Ja, ich habe das große Glück, ein hochmotiviertes Team zu führen und ich sehe es als meine wichtige Führungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass das Team sich bestmöglich entfalten kann. Und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist dabei für mich ein ganz zentraler Baustein. Und wir haben zusammen die Erfahrung gemacht, dass sich das für beide Seiten sehr auszahlt. Corona hat durch die flexible Arbeitszeit und die nun dauerhaft eingerichteten Möglichkeiten zur mobilen Arbeit dafür gesorgt, dass wir Familie und Beruf jetzt viel besser unter einen Hut bekommen können. Lieber Herr Dr. Röder, ich freue mich sehr, Ihnen den Jenny Gusig-Preis für familienbewusste Führung 2021 überreichen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.